Und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2, Eisbrutsaga, Kapitel Champions. Neuigkeiten und Bedenken, wir sollen uns mit Orin treffen, im Auge des Nordens, und ihr mitteilen, was wir erlebt haben. Ihr seid euch der Welt so sicher, nicht wahr? Warum ist er so laut? Ist es eurer Jugend, die Art eurer Geburt, dass ihr unter ihnen lebt? All diese vagen Warnungen, aber eigentlich erzählt ihr mir gar nichts. Warum nicht nach einer Möglichkeit suchen, um Primordus nicht erwachen zu lassen? Primordus muss sterben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Euer Champion hat diesen Tag überlebt. Ich bezweifle, dass dieses Glück anhalten wird. Wir haben schon alles Mögliche überlebt. Ihr wusstet von den Zerstörern in Rotasum? Ich weiß alles, was mein Champion weiß. Es ist etwas Besonderes, nicht wahr, Orin? Dieser Bund mit dem Champion? Ich werde euch nun eurem überlassen. Wenn ihr mich fragt, ich glaube wirklich, Jormag will Primordus loswerden. Das glaube ich auch. Aber was geschieht, wenn Jormag bekommt, was Jormag will? Und wer befindet sich im Kreuzfeuer? Das ist nicht mehr eine reine Angelegenheit der Char oder der Norn. Tyria wird ein ernsthaftes Zerstörer- und Drachenproblem bekommen. Das geht uns alle an. Ich lasse dich nicht ohne Unterstützung zurück. Ich kann dir etwas von mir geben, das dir hilft, während du dich der Vorhut Neue von Beherrschungsfade stellst. Was sonst? Orin, Tyria braucht uns. Uns alle. Und wir brauchen dich. So flüchtige Energie. Ich fürchte, meine Präsenz würde die Dinge nur verschlimmern. Nein, ich werde von hier aus mein Bestes geben. Der Rest obliegt dir. Okay, Neuigkeiten, Bedenken abgeschlossen. Kommandeur, hört ihr mich? Hey, Taimi, wie läuft die Forschung? Macht Fortschritte. Da ist ein Signal unter der Stadt, das stärker wird. Ein paar von meinen Teams haben immer noch nicht evakuiert. Schon unterwegs. Okay, jetzt sind wir also in der dritten Mission. Tyrias Verteidigung, Provinz Metrika beschützen. Und wir haben aber erstmal den Beherrschungspfad freigeschaltet. Ich würde sagen, das ist viel interessanter als der ganze Rest. Weil, schaffen die schon. Wir wollen mal nachschauen, was gibt es denn da Feines. Drachentöter. Segen des Drachen. Vernichtet Drachendiener in Drachenhilfemissionen, um Drachenessenz zu ziehen, eine vorübergehende Verbesserung eurer Werte zu erhalten. Zwingt ihr einen Drachenchampion in einer Drachenhilfemission, erlaubt euch dies, euch einen Segen des Drachen zu sichern, der diese Verbesserung eine andere Drachenhilfemission trägt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen ähnlich wie davor, wo wir diese Kraft eingesammelt haben. Kristallschmied. Erwerbt bei Fraktionshändlern im Auge des Nordens Drachenbeherrschungskristall 1. Erwerbt. Achso, ich muss das kaufen erst, oder was? Oh, warte mal, bei Fraktionshändlern im Auge des Nordens Drachenbeherrschung. Moment, das... Achso, eine Sache noch. Wie teuer ist das Ganze? Der Spaß. Achso, sehe ich erstmal nicht. Haha, bin ja nicht im Eisblut. Wir brauchen einen Fraktionshändler, wo wir das kaufen können. Ich will nochmal schnell schauen, ob wir das eventuell jetzt schon organisieren können. Zum Beispiel hier. Ich hab euch gar nicht gesehen. Nee. Jeder kämpft für etwas. Wer ist dafür zuständig? Die Pflicht ruft, ich antworte. Ja. Oder? Na, nee, Rezept Drachentöter. Für das müsste Kristallschmied erlernen. Ja. Oh, guckt mal, einen neuen Heimatinstanzknoten. Den werde ich mir auf jeden Fall organisieren. Wenn du nur zu wenig Karma zurzeit bist. Und was brauchen wir? Den Erwerb, dieses erweitert Wissen, Beherrschungsvertrag, Töter, Wertestelle, Karma. Okay, was gibt Tyrianische Verteidigungssiegel? Okay, also wir müssen dieses Siegel organisieren. Hat sonst noch jemand neue Sachen zu verkaufen? Schön, euch zu sehen. Das gilt über Kristallblüten-Unterstützungszeichen. Okay, da haben wir auch schon eins. Wegtreten. Sonst noch irgendjemanden? Unter Gerüchte gibt es da was Neues?